Mit einem relativ simplen Trick kann man bei einem Mikrofonklassiker wie dem SM57 genau wie bei einem Großmembranmikrofon die Richtcharakteristik umändern, und zwar von Niere auf Kugel. Wie das genau geht, was das für klangliche Auswirkungen hat und vor allem, wo man das Mikro dann genau einsetzen kann, das verrate ich dir heute alles, und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und wenn wir an gut klingende Musik denken, denken wir natürlich hier im Heimstudio als erstes mal an eine gute Aufnahme. Eine gut klingende Aufnahme ist ja nun mal die Basis eines jeden guten Mixes. Wohl dem, der einen großen Mikrofonschrank hat oder eine große Auswahl an Mikrofonen oder zumindest ein Mikrofon wie dieses Großmembranmikrofon, das AKG C414 mit umschaltbarer Richtcharakteristik. Nicht, dass das zwingend notwendig wäre, aber es ist schon toll, wenn man so ein Mikrofon flexibel einsetzen kann. Zum Beispiel die Richtcharakteristik Niere, schwieriges Wort, ne? Richtcharakteristik Niere. Ich glaube, ich habe noch nie ein Video zum Thema Richtcharakteristika gemacht. Falls ich dazu mal was etwas Ausführlicheres machen soll, schreibt mir gerne mal Richtcharakteristik unten in die Kommentare und dann weiß ich, wie viel Bedarf daran ist, mal ein bisschen ausführlicher darüber zu plaudern. Vielleicht ja sogar mal im Rahmen eines Live-Mixes. Würde man ja dann genügend Zeit haben, auf jeden Fall auch eure Fragen zu beantworten. Wäre eine schöne Idee. Also Richtcharakteristik Niere zum Beispiel bei diesem Mikrofon würde bedeuten, dass dieses Mikrofon aus diesem vorderen Bereich nur aufnehmen würde, ne? Hauptsächlich. Von hinten würde relativ wenig aufgenommen werden, von vorne relativ viel. Würde man also zum Beispiel eine Snare aufnehmen wollen, dann würde man das Mikrofon hier ausrichten auf die Snare und dann würde dieses Mikrofon hauptsächlich die Snare hier aufnehmen und von hinten, dass die Einstreuung zum Beispiel über die Hi-Hat, würden dann relativ wenig aufgenommen werden und wenig im Signal landen, hat den Vorteil, dass man die Snare oder auch welches Instrument man immer damit aufnehmen möchte, relativ isoliert vorliegen hat, ne? Wenig Raumeinflüsse, viel Direktsignal. Auf jeden Fall das, was gewünscht ist. Schön natürlich, wenn man dieses Mikrofon dann umschalten kann. Auf Kugel zum Beispiel, stellt man auf Kugel um, dann hat es zum Beispiel nicht so einen ausgeprägten Naheffekt und Nahbesprechungseffekt und nimmt zudem auch noch viel von den Umgehungsgeräuschen auf, ne? Also zum Beispiel hier von oben und unten und links und rechts und drumherum kann man also ein schönes Raummikrofon zum Beispiel rausmachen, wenn man einen guten Raum hat oder wenn man sein Schlagzeug etwas räumlicher aufnehmen möchte und dieses Mikrofon dann als Kugel zum Beispiel als Overhead benutzen möchte, ist das durchaus möglich. Kann man also so flexibel einsetzen. Jetzt ist es aber so, dass die meisten Leute jetzt nicht Unmengen an Mikrofonen in ihrem Mikrofonschrank drin haben. Zum Beispiel haben viele nur ein Mikrofon. Oft sogar nur das SM57, was ja ein wunderbares Mikrofon ist, nicht umsonst ein Klassiker in der Geschichte der Mikrofone, denn man kann damit viel aufnehmen. Instrumente, Gesang, kann man richtig geile Performance machen, wenn man es in der Hand hat, hat auch wenig Griffgeräusche, ist relativ unempfindlich gegen Griffgeräusche, aber auch gegen Nebengeräusche und hat halt, wie man hier sehen kann, Nierencharakteristik. Die Nierencharakteristik bedeutet auch hier, dass dieses Mikrofon hauptsächlich hier in diesem vorderen Bereich aufnimmt und von hinten relativ wenig. Das ist gut, wenn man damit Instrumente aufnimmt, wie die Snare oder Gesang und so weiter. Das ist schlecht, wenn man es flexibler einsetzen wollte. Aber, habe ich ja verraten, es gibt einen Trick, mit dem man aus diesem Mikrofon auch eine Kugelcharakteristik rauskitzeln kann. Und das geht zwar nicht mit einem Schalter, so komfortabel wie bei dem C414 zum Beispiel, aber das geht mit einer kleinen Umbaumaßnahme. Und ich kann dir mal zeigen, was da genau gemacht wird. Jupp. Du siehst richtig, man nimmt einfach einen Streifen Gaffer oder Klebeband oder man kann auch fertig aus dem 3D-Drucker gedruckte Ringe nehmen, die man drüber schieben kann. Wichtig ist, dass man beim SM57 hier diese Belüftungsschlitze, dieser Belüftungsschlitz, der hier für die Kapsel eingebaut ist, dass der zugemacht wird. Mit einem Kleber geht das natürlich, dann wird das rundherum einmal abgeklebt und dann wird automatisch aus dem SM57 Niere ein SM57 Kugel und man hat eine weitere Richtcharakteristik und kann damit natürlich auch einen weiteren Sound aus seinem Mikrofon rauskitzeln. Was zum Beispiel schön ist, ich habe nämlich zwei Aufnahmen als Beispiel mal gemacht und habe mit dem SM57 einmal einen Verstärker aufgenommen, einmal Kugel und einmal Niere und ich habe es einmal als Overhead benutzt, habe das Mikrofon also von oben kommen lassen vom Schlagzeug und habe das als Overhead benutzt, einmal gerichtet als Niere und einmal als Kugel, indem es den gesamten Raum mit aufgenommen hat. Und wie das genau klingt, das hören wir uns gleich mal genau in der Session an und verpasst dann nach der Session nicht die Frage der Woche, denn darin kläre ich, wie man aus der relativ beschränkten Artist-Version von Studio One eine etwas komfortablere Situation machen kann, indem man zum Beispiel Dritt-Plugins, also Plugins von Drittherstellern nutzen kann. Das ist nämlich bei der Artist-Version eingeschränkt und geht nicht, aber mit einem kleinen Trick geht es dann doch. Nicht ganz kostenfrei, so viel darf ich verraten, aber es geht auf jeden Fall. Das in der Frage der Woche und jetzt gehen wir erstmal rüber in die Session. Ach,
Falls dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, dann zeig es mir einfach über zweimal Daumen nach unten und hier auf das Klick auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal rüber in die Session und gucken mal, wie das Ganze so klingt als Kugel oder Niere. Ich bin gespannt. Los geht's. Da sind wir schon in der Session. Dann wollen wir doch mal hören, wie sich das SM57 als Niere oder als Kugel verhält bei der Aufnahme. Und ich habe hier wieder ein Pattern aufgenommen. Und es ist genau das gleiche Pattern, was ich neulich genutzt habe, um zu zeigen, wie man einen kleinen Amp, also einen kleinen Gitarrenverstärker aufnehmen kann und den trotzdem relativ groß klingen lassen kann. Und ich habe für dieses Pattern jetzt das Schlagzeug dann aber zweimal eingespielt. Und zwar einmal mit dem SM57 als Overhead als Niere und einmal mit dem SM57 Overhead als Kugel, sodass man wirklich die Unterschiede hören kann zwischen der gerichteten Niere, die von oben direkt auf die Snare ausgerichtet war und damit natürlich relativ kompakt das Schlagzeug aufnimmt, und auf der anderen Seite die Kugel, die natürlich ein viel größeres Bild aufzeichnet. Das ist auch der Vorteil von einer Kugel, von einem Mikrofon mit Kugelcharakteristik. Du kannst ein größeres Bild aufnehmen, nimmst aber natürlich auch alles drumherum auf. Nicht so gezielt wie beim Schlagzeug zum Beispiel auf die Snare ausgerichtet, wie bei der Niere, sondern wirklich das große drumherum, den ganzen Raum auch, der dazu gehört. Und deswegen bietet sich die Kugel natürlich unter anderem zum Beispiel an, um Akustikinstrumente relativ natürlich aufzunehmen, um einen Chor aufzunehmen. Oder eben bei einem Overhead, wenn du einen ordentlichen Raum hast, zum Beispiel das Schlagzeug komplett abzubilden, entweder von oben als Overhead oder vielleicht sogar als Raummikrofon, wo du wirklich gezielt die Rauminformationen aufnehmen möchtest. Also gezielter bist du bei der Aufnahme definitiv mit der Niere, globaler, größer und damit aber auch unverfälschter, aber auch räumlicher bist du dann mit der Kugel. Und die Unterschiede hören wir uns jetzt einfach mal an. Ich mache mal als erstes das Schlagzeug als Ganzes an und schalte einfach mal zwischen dem Schlagzeug als Ganzes, also mit zwei Bassdrum-Mikrofonen, einem Snare-Mikrofon und eben dem Overhead, einmal mit Kugel und einmal mit Niere, und wir starten mit der Niere. Das Schlagzeug klingt dann so. Normales Schlagzeug, ich schalte mal um auf die Kugel. Und man kann sofort hören, der ganze Raum wird ein bisschen undefinierter. Die Snare ist also zum Beispiel gar nicht mehr so durchsetzungsfähig und so gezielt. Dafür ist der Raum aber deutlich besser abgebildet. Und so kann man natürlich mit der Richtcharakteristik auch sofort seinen Sound bei der Aufnahme beeinflussen, dafür sorgen, ob man eher so ein kompaktes, tightes, wie man sagt, Schlagzeug hat, ein relativ unräumliches Schlagzeug oder eben eins mit ordentlich Rauminformation. Wie gesagt, die Kugel nimmt das große Bild auf und die Niere guckt eher so ein bisschen konzentriert auf das Ganze. Wir können ja nochmal umschalten. Und zwar nur zwischen den Overheads. Ich mache mal das Nierenmikrofon an. Könnte man schon fast das komplette Schlagzeug mit aufnehmen, so, ne? Ich schalte mal um auf die Kugel. Und man hört deutlich den Raum dazukommen. Das ganze Signal wird auch ein kleines bisschen mittiger. Insgesamt auch werden die Bässe nicht ganz so betont und so gezielt aufgenommen. Die Klangcharakteristik ist also eine völlig andere, und man kann mit diesem Kugel- und Niere-Umschalter per Aufkleber beim SM57 tatsächlich zwei völlig unterschiedliche Soundcharakteristika rauskitzeln. Hören wir uns das Ganze doch mal beim Gitarrenverstärker an. Da wird es dann noch ein bisschen spannender, denn wie du gleich bei der Videoaufnahme sehen wirst, die ich dir einspiele, da kannst du sehen, dass ich das Mikrofon immer an derselben Position gelassen habe, also quasi direkt am Speaker, direkt draufgerichtet, aber trotzdem sorgt die unterschiedliche Richtcharakteristik für einen deutlich unterschiedlicheren Sound. Und ich sag dir vorher mal, worauf du achten kannst. Die Niere hat ja einen deutlichen Nahbesprechungseffekt, und dieser Nahbesprechungseffekt wirkt sich natürlich bei dem Sound dann auch so aus, dass bei so einem kleinen Amp trotzdem ein relativ hoher Bassanteil aufgenommen wird, vor allem im Closed Miking, also wenn das Mikro wirklich direkt an der Pappe dran steht. Dahingegen ist die Kugel natürlich deutlich, vielleicht nicht ganz so räumlich, weil wir direkt vor der Pappe stehen, aber deutlich gleichmäßiger im kompletten Frequenzspektrum, und vielleicht kannst du auch raushören, dass ein kleines bisschen Raum auch drin gelandet ist, obwohl so eine laute Quelle vor dem Mikro gestanden hat. Achte mal auf die Unterschiede, die du jetzt hörst, und ich bin mal gespannt, was du so meinst, was dir so auffällt zwischen den beiden Sounds, und ich muss hier mal kurz hier in die Mitte legen, damit hier keine Verfälschungen vorkommen, das wollen wir ja nicht, und schalte jetzt einfach mal zwischen diesen beiden Gitarrensounds hin und her. Wir fangen wieder an mit der Niere. Los geht's. Kugel. We'll be right back.
und du hörst schon, dass das wirklich deutliche Unterschiede sind. Die Niere deutlich mehr Anteil in den Tiefen, in diesem Bereich so um die 180 bis 220 Hertz. Dagegen die Kugel viel offener, viel gleichmäßiger im Soundspektrum, aber eben auch ein kleines bisschen wenig Bass drin. Und das Geile ist, wenn du dieses Mikro vor dem Amp stehen hast, das SM57, kannst du es einmal in der Niere aufnehmen und einmal in der Kugel, hast zwei völlig unterschiedliche Sounds. Und wenn man die beiden Aufnahmen dann einfach mal nach links und nach rechts im Panorama schiebt, das habe ich jetzt hier mal gemacht, habe die also nach links und rechts außen geschickt, dann kannst du zwei unterschiedliche Sounds nutzen, um wirklich ein schönes, breites Soundbild zu machen, obwohl du das Mikro nicht einmal verstellt hast, sondern nur einen Aufkleber drum gemacht hast und die Richtcharakteristik geändert hast. Achte mal auf den Sound jetzt, wenn ich beide Sounds links und rechts hart, links und rechts nach außen gepannt abspiele, was wir da für ein schönes, schönes, breites Stereobild bekommen. Und ich mach mal das Solo aus. Schlagzeug jetzt hier mit Kugel, jetzt machen wir auf Niere. Also ich finde es wirklich faszinierend, was für unterschiedliche Charakteristika man aus einem Mikro rausholen kann, indem man einfach nur die Richtcharakteristik ändert und hier einen kleinen Aufkleber drumherum macht. Bin gespannt, wie es dir gefallen hat, und wir gehen jetzt mal rüber zur Frage der Woche, denn da gibt's ja auch noch was zu klären. Also los geht's. Wunderbare Version, den Klassiker SM57 nochmal neu zu beleben und dem nochmal einen komplett neuen Sound zu entlocken. Und vielleicht hast du ja auch schon Erfahrungen damit gemacht oder hast es jetzt gerade mal ausprobiert und möchtest mir deine Erfahrung und uns deine Erfahrung mitteilen, dann schreib doch mal gerne unten in die Kommentare, wo du das SM57 oder dein dynamisches Mikrofon eingesetzt hast mit diesem kleinen Hack und was es für dich bedeutet, ob es dann wirklich eine weitere Option ist oder ob das nur Kokolores und Spielerei ist, schreib es einfach mal gerne unten in die Kommentare und wir können alle dann von der Recording-Blog-Familie lernen. Kommen wir zur Frage der Woche, die kommt heute von 5-7 Records und 5-7 schreibt: Hey, dein Tipp war echt gut. Ich glaube, es ging um ein Plugin, was ich vorgestellt habe. Hab's nur nicht gefunden, da ich die Artist-Version von Studio One habe. Heißt das jetzt, dass ich keine Plugins installieren kann? Wenn ich Autotune downloade und in den Plugin-Ordner ziehe, tut sich gar nichts. Warum funktioniert das nicht? Viele Grüße, 5-7 Records. Erstmal schöne Grüße zurück. Und das Ganze liegt tatsächlich an einer künstlichen Beschränkung, die Presonus, also die Programmierer und Hersteller und Vertreiber von Studio One, in die Artist-Version eingebaut haben. Natürlich muss man irgendwo so Versionsunterschiede haben und wenn man die Professional-Version verkaufen will, dann muss man natürlich auch einen Grund haben, die etwas günstigere, die deutlich günstigere Version mit der Artist-Version von der anderen zu trennen. Und die größte Einschränkung tatsächlich von der Artist-Version für mich persönlich ist, dass man keine Plugins von Drittherstellern reinladen kann. Es gibt aber einen kleinen Hack, mit dem man das trotzdem machen kann. Es gibt nämlich ein kleines Programm von, ich glaube, knapp 50 Kilobyte, was man runterladen kann. Leider nur gegen Bezahlung. Das heißt, das lässt sich Presonus nochmal extra bezahlen. Mit knapp 100 Euro, will also sagen, wenn man etwas über 100 Euro für die Presonus Artist-Version von Studio One ausgegeben hat, könnte man nochmal weitere 100 Euro drauflegen und diesen Plugin-Support, so heißt das Ganze, Plugin-Support von Presonus nochmal kaufen und dann seiner Artist-Version quasi beibringen, wie man Plugins von Drittherstellern nutzen kann. Jetzt kann man natürlich eine einfache Rechnung aufmachen. Ne? Die Pro-Version kostet 400 Euro im normalen Verkauf, eine Artist-Version etwas über 100 und 100 Euro nochmal für den Plugin-Support macht also ungefähr die Hälfte. Und wenn du mich fragst, ich habe das ganz lange selber gehabt. Als ich noch Studio One 3 Artist hatte, habe ich einfach diesen Plugin-Support gekauft und war dann mit 200 Euro gerade mal bei der Hälfte der Kosten, die ich für die Pro-Version bezahlt hätte, hatte aber eine nahezu vollwertige DAW, die ich einsetzen konnte. Und das, was dann noch fehlte zur Pro-Version, habe ich eigentlich überhaupt nicht vermisst und ehrlich gesagt vermisse ich es bis heute nicht. Ich bin zwar irgendwann bei einem Black Friday Sale tatsächlich dann doch nochmal über meine eigenen Füße gestolpert und habe das Angebot von Presonus wahrgenommen, auf die Professional Version abzugraden, also nochmal aufzuwerten, aber am Ende des Tages habe ich dann festgestellt, dass ich das, was ich dazu gewonnen habe, im Prinzip eigentlich nicht gebraucht hätte. Ich wäre also durchaus heute auch noch bestens in der Lage, gute Musik aufzunehmen. Gute Musik hängt ja davon ab, was man aufnimmt. Nein, Musik aufzunehmen und gut abzumischen mit der Artist-Version plus Plugin-Support und wäre damit auch glücklich oder nicht unglücklicher zumindest als jetzt mit der Professional-Version. Das heißt, damit kannst du auf jeden Fall die Hälfte der Kohle sparen, die du für die Professional-Version ausgeben würdest. Einige kleine Features sind da nicht dabei, aber ich glaube, wenn du sie nicht hast, wirst du sie auch nicht vermissen. Außerdem hast du ja die Möglichkeit, alles nachzurüsten, was du mit Dritt-Plugin
eins so nachrüsten kannst. Ich hoffe, diese Antwort kann dir ein bisschen weiterhelfen bei der Entscheidung, ob du vielleicht den großen Sprung auf die Professional-Version machst oder lieber Artist und den Plugin-Support kaufst. Das Ganze findest du auf jeden Fall bei PreSonus. Wenn du die Software startest bei Studio One, dann kommst du erstmal in das Auswahlfenster, wo du deine Titel auswählen kannst, die du bearbeiten möchtest. Und oben links, entweder im Titel oder im Auswahlfenster, kannst du auswählen die Erweiterung. Geh auf Datei und dann auf Erweiterungen. Ich kann es dir hier nochmal zeigen. Und da kannst du dann die Erweiterungen dann auch käuflich erwerben. Natürlich auch auf der Homepage von PreSonus. So, genug der Werbeveranstaltung. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Und falls du zum ersten Mal hier sein solltest und dir alles gut gefallen haben solltest, was du hier gesehen hast, dann lass mir doch ein Abo da und drück auf die Glocke daneben. Dann verpasst du nämlich auch kein weiteres Video, was dann demnächst hier erscheint im Recording-Blog. Oder wann ich mal wieder live mische. Soll ja auch vorkommen. Da machen wir uns immer einen schönen Abend, so 2-2,5 Stunden und mischen mal Musik zusammen. Und du kannst Fragen stellen und so weiter. Wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!